Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich bin mal wieder am Flowtrail Stromberg und zwar heute zwei Tage, nämlich heute ist Samstag und morgen bin ich nochmal hier. Und heute aber mit ganz anderen Leuten fahren wie morgen. Das seht ihr dann aber morgen im Video, wer morgen dabei ist. Heute war ich mit dem Sven unterwegs, mit dem bin ich noch nie gefahren. Fährt ein Propane Spindrift, richtig cool, richtig geiles Bike. Vielleicht seht ihr das morgen noch. Mal schauen. Ja, und dann war noch der Kevin Samis dabei. Den kennt ihr vielleicht. Macht mega coole Fotos. Schaut auf jeden Fall bei Instagram mal bei dem vorbei. Die sind richtig geil, die Bilder. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich mache wahrscheinlich aus heute und morgen ein Video. Das heißt, ihr seht zwei Tage in einem Video. Also wünsche ich euch jetzt viel Spaß hier auf dem Trail. Und ich würde sagen, let's go. Jet planes in the night sky with you. Ja Leute, was mir gerade einfällt, was ich euch gerade gar nicht gesagt habe, bevor es losgeht, noch ein kleiner Nachtrag. Ich bin mittlerweile schon wieder daheim. Ich fahre heute ein ganz besonderes Setup. Und zwar habe ich die Formula Selva R vorne im verbaut, weil meine Gabel gerade eingeschickt ist bei Fox. Und genau, also Testgabel. Bin mal gespannt, wie die sich jetzt auf dem Trail fährt. Und ich habe hier auch ein 27,5 Laufrad drin. Das ist zwar mit Plusbereifung, also fast 29 Zoll, aber ich bin mal gespannt, wie sich das fahren lässt. Echt mal interessant, da ist zwar eine Shimano 11-Fach-Kassette drauf, aber ich schaue jetzt einfach mal, wie es funktioniert. Und ja, heute mal mit Test-Setup, sage ich jetzt mal, in meinem Firebird. Und die Teile sind alle aus dem Schaltwerk Schweigern, also danke da auch nochmal, dass ich das zum Testen ausleihen kann. Und ja, bin mal gespannt, wie sich's fährt. Und ja, Feedback gibt's nach dem Video. Alter! Sorry.
kein Wind von andersrum. Wow. Oh. Oh, mein Schwert zu verleihen. Hilfe. Geht. Jetzt hat der Kevin mich überholt. Scheißlein gefahren. Die Sprünge muss man alle wegdrücken, sonst geht es komplett ins Flat. Oh, Scheißlein. Vorher eine bessere gefahren. Sehr offen lassen. Sie sind so kurz. Shit, alles gut? Ja. Oh. Oh shit, Alter. Ich muss anfahren. Geil. Alles klar? So, jetzt hinterm Sven mal. Er hat es gerade ein bisschen gelegt. Jo Leute, ich melde mich jetzt von zu Hause vor meiner schönen Wand hier. Das Plakat habe ich beim Crankworks in Innsbruck mitgenommen. Das lag da auf dem Müll und das habe ich jetzt hier in meinem Zimmer aufgehängt. Also hier werdet ihr mich vielleicht das ein oder andere Mal noch davor sehen. Und ich wollte mich jetzt einfach hier mitten im Video melden, weil ich habe beschlossen, doch zwei Videos aus dem 2 Tagen zu machen, weil es sonst doch einfach zu viel geworden wäre. Ich möchte euch jetzt ein ganz kurzes, knappes Feedback geben zu der Gabel, weil morgen, also am Sonntag, im nächsten Video vom Flowtrail Stromberg, habe ich schon wieder meine eigentliche Gabel, die Fox 36 Grip 2. Und genau, die ist da wieder zurückgekommen. Und jetzt bin ich am Video schneiden und ich gebe euch mal ein kurzes Feedback zu der Formula-Gabel. Also ich muss sagen, das Teil funktioniert eigentlich echt solide. Mir hat die echt Spaß gemacht, schön poppig und auch mit zigtausend Einstellungsmöglichkeiten. Also da kann man echt viel machen. Da habe ich jetzt in der kurzen Zeit echt nicht so viel ausprobieren können, wo ich die getestet habe. Aber ich finde es eine echt solide Gabel und die ist ein Stückchen günstiger als die Fox 36. Ich muss aber sagen, ich bin die am nächsten Tag dann gefahren. Ich habe die Fox 36 da wieder eingebaut und habe gedacht, Alter. Also es ist schon ein Unterschied da, man merkt einen Unterschied, gerade im Ansprechverhalten und ja, einfach so in der Poppigkeit, würde ich jetzt mal sagen, von der Gabel. Ich weiß nicht, ob es an den Einstellungen liegt, aber ich habe so das Gefühl gehabt, da lag mir die Fox 36 echt besser. Aber ich muss sagen, für das Geld echt eine solide Gabel, funktioniert richtig gut und hat viele Einstellungsmöglichkeiten für die, die sich da interessieren. Genau, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt aber morgen im nächsten Video.
also morgen am Sonntag. Ich weiß nicht, wann das nächste Video online kommt, mal schauen. Genau, da sehen wir uns dann wieder zum Flowtrail Stromberg Video mit Niklas, mit Nico, mit Andi vom Schaltwerk Schweigern, mit Sven und mit Manu. Ja, jetzt dürfte ich eigentlich keine vergessen haben. Genau, also ich wünsche euch viel Spaß mit dem nächsten Video. Wir sehen uns dann da wieder und ich würde sagen, bis dahin, haut rein, ciao. Übrigens, Feedback zum 27. Halblaufrad gibt es dann im nächsten Video. Ciao.